Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner neuesten Videoreihe auf meinem Kanal. Und nein Leute, heute geht es nicht um irgendwelche Spielfehler, Spieltricks oder sonst irgendwas. Nein, heute geht es um Let's Plays. Und wenn ich von Let's Plays rede, rede ich ganz klar von Minecraft. Das liegt ein Spiel meiner Kindheit. Und Leute, ich sag's euch ehrlich, ich spiele sogar heute noch Minecraft und tatsächlich sehr, sehr gerne. Aber ich finde tatsächlich wenig Zeit dafür und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich hatte eigentlich schon immer mal vorgenommen, darüber Videos zu machen und irgendwie habe ich gesagt, warum nicht jetzt? Und ja, jetzt bin ich hier, Leute. Was meine ich jetzt hier mit Let's Plays? Naja, jetzt schaut mir zu, wie ich versuche, Minecraft zu besiegen bzw. durchzuspielen. Und Leute, ich sage euch ehrlich, das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Minecraft durchgespielt habe. Aber nur um mir zuzuschauen, wie ich zocke, ist ja langweilig. Aber um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, naja. Schwupps, jetzt seht ihr mich, Leute. Ja, das Ganze sollte jetzt hier sichtbar sein. Und zwar spiele ich das Ganze mit Facecam, und zwar durchgehend mit Facecam. Sprich, ihr könnt sehen, wenn ich mich freue über Diamanten oder ich mich aufrege, weil mich wieder ein Creeper in die Luft gejagt hat. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen werde ich das Ganze hier auch mit Facecam machen, um das Ganze ein bisschen zu belustigen, besser hinzubekommen. Ich weiß es auch nicht. Ich brauche irgendwie eine Ausrede, warum ich jetzt hier mit Facecam mache. Vielleicht auch schon eine Wette verloren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute, was könnt ihr von mir erwarten in dieser Let's Play-Runde? Klar, ich werde versuchen, wie gesagt, Minecraft mal durchzuspielen. Aber der Fokus wird nicht darauf liegen, sondern der Fokus liegt eher darauf, eine schöne Welt zu bauen, da ich einfach tatsächlich sehr, sehr gerne baue. Ich bin tatsächlich einfach der eigentliche Bauer in diesem Spiel. Ich bin da eher kreativ. Lustigerweise, sonst bin ich nicht so kreativ. Und naja, wollen wir mal schauen, wie das Ganze hier laufen wird. So, ihr seht auch das Ganze hier jetzt schon im Hintergrund. Und wir machen jetzt einfach mal eine Singleplayer-Welt. Wir erstellen einfach mal eine neue Welt. Wir nennen die neue Welt, naja, Let's Play, würde ich sagen. So, Spielermodus, kreativ? Wäre easy, ne? Wäre easy, aber nein, natürlich überleben. Schwierigkeit lassen wir erstmal auf normal, da, wie gesagt, ich schon seit Ewigkeiten Minecraft nicht mehr durchgespielt habe oder sonst irgendwas. Naja, Sheets, müssen wir leider auslassen, da es ja eine Überlebenswelt ist, ne? Ein Let's Play, wenn wir da cheaten könnten, wäre das schon irgendwie, ja, ein bisschen verfehlt, das Ganze. So, weitere Weltoptionen, naja, Standard, wird schon passen. Okay, gut, dann würde ich sagen, können wir die neue Welt einfach mal direkt erstellen und direkt ins Spielgeschehen einsteigen. Bin ich mal gespannt, Leute, also wirklich, das wird, glaube ich, ganz lustig oder traurig, wie auch immer. Und natürlich, by the way, Leute, ich werde natürlich so eine Art Kill-Counter hinzufügen. Ne, sprich, ich werde jedes Mal hochzählen, wenn ich einmal gestorben bin. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich nicht so oft sterbe. Und da sind wir auch schon hier gespawnt. Sehr schön. So, wir sind jetzt mitten in einem World gespawnt. Okay. Wollen wir doch mal schauen, ob wir irgendwas Interessantes sehen. Okay, hier ist auf jeden Fall, ja, Wasser. Das bedeutet, wir können gleich mit dem Boot dahin fahren. Das ist auch schon mal ganz gut. Laufen wir hier mal am Strand entlang. Gut, das ist erst. Ein Kürbis. Na komm, den Kürbis snacken wir uns mal direkt mit. Ein schöner Kürbis. So. Okay, Schildkröten. Das ist auch soweit normal. Ah, da hinten sind schon die großen Bäume. Okay, wir sind auf jeden Fall in einem großen Waldgebiet gespawnt. Na gut. Gut, dann fangen wir direkt erstmal an. Wir brauchen erstmal Werkzeuge, bevor es gleich Nacht wird und ich kein Schwert habe und ich direkt sterbe. Nein, ich will nicht sterben. Ich will eigentlich eine Anzeige haben, wo steht Tode gleich 0. Ne? Ihr wisst Bescheid, Leute. So, warum baue ich jetzt eigentlich mich nach unten? Ich war wieder abgelenkt. Ihr seid schuld. So. Dann wollen wir doch hier mal ein bisschen Holz abbauen. So. Natürlich werde ich mir einfach nur eine Holzspitzhacke machen und dann den Rest mit Steinwerkzeugen, da Holzwerkzeuge echt, ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. So, dann wollen wir auch hier mal schauen. So, okay, ich brauche noch eins. So, dann das erste Werkzeug aus Holz und hoffentlich auch das letzte Werkzeug aus Holz. So, dann brauchen wir schnell ein paar Steine. Steine, Steine, Steine. Sehr schön. So. Am besten mache ich mir einfach so, keine Ahnung, so 20 Stück oder sowas. Das dürfte erstmal. Oh, wir haben Kohle! Wir haben Kohle. Eieiei. Was ist los? Wir haben Kohle. Sehr schön. Okay, ich sehe fast gar nichts mehr, Leute. Also, wir brauchen auf jeden Fall gleich Fackeln. Oh, warte mal, eine Fackel kann ich auch jetzt schon machen, ne? Optimal.
So, das Coole ist, ich habe ja auch Shader etc. drin. Das bedeutet, wenn ich so eine Fackel nebenbei habe, optimal, dann wird das mir so geleuchtet. Das ist sparsam, Leute, ihr glaubt's nicht. Aber wenn ihr auch irgendwie Bock habt, irgendwas Spezielles zu sehen in diesem Let's Play, ne? Also wenn ihr sagt, ey, bau mir mal bitte, keine Ahnung, eine Monsterfalle, bau doch mal ein schönes Haus, bau. Ich weiß auch nicht, den Kuckuck, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Dann könnt ihr natürlich auch gerne mal sagen, ey, baut doch mal bitte in den nächsten Videos mal das, jenes und etwas. Oder macht das, jenes und etwas. Also wenn ihr wollt, dass ich irgendwas Spezielles mache in Minecraft. Wie gesagt, ich weiß gerade selbst nicht, was ihr vorschlagen könntet. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Dann schlagt es natürlich auch gerne vor. Ich versuche das natürlich auch gerne mit in den Let's Plays reinzubringen. Außerdem werden natürlich auf dem Kanal nicht nur Let's Plays in Minecraft folgen, sondern auch andere Videos. Also sprich irgendwelche Zeitraffer-Videos, wie ich Sachen baue, nur so Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr es nachbauen könnt und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber gut, so, wir haben jetzt 22, das dürfte erstmal reichen. So, dann machen wir jetzt noch so ein paar Steinwerkzeuge. Ich wollte gerade sagen Holzwerkzeuge, aber nee. Stein, 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 Stein. So. Dann, als erstes brauchen wir eine Stein. Als nächstes brauchen wir, na komm, eine Axt kann man ja auch machen, ne? Und dann noch ein Schwert. So. Ja, ich schätze mal, das dürfte erstmal reichen. Da aber hier viel Wasser ist, würde ich sagen, machen wir uns doch direkt mal ein Boot. So aus Vorsichtsmaßnahme. Und dann würde ich sagen, können wir auch direkt mal weitergehen. So, die Fackel können wir eigentlich auch hier raustun. Noch brauchen wir sie nicht. So. Das Coole an diesem Gebiet hier ist, man findet hier auch diese Stachelbeeren, muss man so zu sagen. So, wir brauchen Essen, Huhn, tut mir leid. Das bedeutet, wenn wir irgendwo Stachelbeeren finden, können wir die ja, anpflanzen, um uns Essen zu machen. Weil die sind tatsächlich sehr ja, produktiv in ihrer Bewachsung, muss man so zu sagen. So, na, hier haben wir noch ein paar andere Kürbisse, die nehmen wir auch einfach mal alle mit. Können wir theoretisch Kürbissuppe machen. Aber gut. Ich glaube, davon haben wir jetzt genug. Da oben waren Pilze, die können wir auch mitnehmen. Dann können wir uns auch später Essen machen. Okay, jetzt nur eine Sorte Pilze, das ist unpraktisch. Na geil. So. Oder kann man von der einen Sorte auch eine Pilzsuppe machen? Ich weiß es nicht. Gut, aber werden wir gleich sehen, wenn es mal soweit ist. Noch erkunde ich hier erstmal hier die Welt. Da oben ist ein Berg voller Schnee. Was wir bräuchten, wäre eigentlich auch Schafe, dass wir uns irgendwie ein Bett machen können. Aber noch ist hier außer Hühner noch nichts Lebendiges vorbeigelaufen. So. Aber gut. Ein Schwein. Man muss sich nur beschweren, dann kommt schon ein Schwein. Tut mir leid. Okay, hier ist eine Höhle. Okay. Also theoretisch könnte man da meinen, aber ich würde mein Zelt, mein Zuhause nicht hier aufschlagen. Das ist mir ein bisschen zu sehr bewachsen, das Ganze hier. Ich hätte eher eine freiere, schönere Fläche. So am Wasser. Da kann man eigentlich immer gut irgendwelche Touren starten. Aber gut, egal. Weiter geht's. Weiter geht's. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Interessantes gleich entdecken finden. Ich hoffe immer noch auf diese Beeren, weil die Beeren wachsen eigentlich in diesen Wäldern, aber noch habe ich keine gesehen. So, Cobblestone, das ist normal, Rosen. Aber nicht diese Beeren. Ah! So, man sieht einen Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Also, egal, wir haben jetzt die Beeren, das bedeutet, wir haben es auch Essen. Sehr schön. Ja, ich nehm hier alle mit. Weil die Beeren machen immer nur, ich glaube, ein halbes oder ein ganzes wieder gut. Können wir direkt mal testen. Was machen die denn? Ja, ein ganzes machen sie gut. Aber egal, damit ist erstmal unser Essensvorrat für die Tour auch gesichert, um es mal so zu sagen. So, nehmen wir alles mit. Optimal. So, jetzt können wir Richtung Meer aufbrechen und uns eine schöne Heimat suchen. Oh, da hinten ist ein. Ach, ich dachte schon, ne, okay. Aber Pilze. Komm, die Pilze nehmen wir uns auch mal mit. Wenn die schon hier so wachsen. Machen wir das Ganze doch. So. So, man muss auch die Pilze treffen, um die abzubauen. Das ist auch mal so eine Sache. Okay, ich würde sagen, Pilze haben wir jetzt auch erstmal genug. Essen. Ah, dürfte auch erstmal reichen, um uns eine Siedlung zu suchen, zu finden. Ihr wisst, was ich meine. Da würde ich sagen, machen wir doch erstmal eine kleine Bootstour. Geht schneller, als hier durchs Land zu eiern. Mit den ganzen Bäumen hier. So. Okay. Ab in den Süden wahrscheinlich, ja.
So, ist hier irgendwas Interessantes? Bevor wir hier verschwinden, außer riesige Bäume, ist hier nichts. Okay, würde ich sagen, let's go. So. Okay, wollen wir nochmal schauen. Also, wenn ihr irgendwas Interessantes seht, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, auch wenn es dann schon längst zu spät ist, aber egal. So. Wollen wir mal schauen. Das ist aber ein Riesenbiom hier, ne? Also wirklich. Oh, das ist ein Fuchs. Habt ihr es gesehen? Da. Drehen, 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 drehen. So, da ist ein Fuchs. Sehr cool. Okay, habe ich eigentlich. Nein, habe ich nicht. Okay, was ich noch mitnehme. Weil ich finde die Holzart eigentlich immer sehr schön. Ich brauche noch einen Setzling von denen hier. Also das habe ich tatsächlich eben nicht bekommen, wo ich den Baum gefällt habe. Finde ich nicht schön. So. Dann. Ich brauche einen Setzling von euch. Ja, einen habe ich schon. Mehr ist aber auch willkommen. Mehr Setzlinge. Ja, wer weiß, wo wir später unser Lager aufschlagen. Da habe ich diese Baumart nicht in der Nähe. Das kann ja tatsächlich sein. Deswegen nehme ich am liebsten den Setzling mit. Wie viel habe ich denn jetzt? 2 Stück. Ja, wenn ich 3 habe, würde ich sagen, dann ist es auf jeden Fall gesichert, dass ich genug habe. So. Okay, erst habe ich 3. Top. So, das Holz nehmen wir uns auch nochmal mit. Und danach geht es weiter zum Boot. Weil ich glaube, die Sonne geht jetzt auch gleich unter. Dann bin ich mal gespannt. Ich habe auch noch nie mit diesem Shader gespielt. Also das erste Mal tatsächlich. Und ich finde das eigentlich bombastisch, wie das aussieht. So. Egal. Let's go. So. Auch wenn die Sonne durch Shader tatsächlich ein bisschen blendet. In gewissen Hinsichten. Aber egal. Man erkennt trotzdem noch genug. So. Da hinten geht's weiter. Aber es ist ja echt ein riesiges Holzbiom, ne? Also wirklich. Oh, Zuckerrohr. Ja, komm, Zuckerrohr nehmen wir auch mal mit. Das ist eigentlich auch was Gutes. So. So. Drive-in, Zuckerrohr. Komm, das eine lassen wir da. Dann passt das auch. Gut, ich würde sagen, einfach mal sagen, wir suchen uns vielleicht einfach eine schöne Insel oder sowas ähnliches, wo wir uns das Leben aufbauen können. So, da ist Kohle. Aber meinen haben auch später noch Zeit. So. Jetzt kommt hier so die karge Berglandschaft. Aber ist auch nicht so schön zum Bauen, ne? Das finde ich eigentlich auch nicht so. Was ist eigentlich hier für ein Spawn-Location gewesen? Riesiges Waldgebiet und jetzt sowas. Vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir auch so ein Villager-Dorf, wo wir uns auch ein paar Sachen looten können. Auch wenn ich persönlich der Ansicht bin, dass so Villager-Dorf eigentlich auch so eine Art kleine Cheat-Sache ist, weil, ganz ehrlich, Leute, da kriegst du eigentlich alles von denen und musst das Spiel eigentlich nicht mal wirklich farmen, ne? Was du brauchst, erhandelst du dir von denen. So. Ah, die Sonne geht unter. Ah, Lava. Frisch gespawnt. Super heiß. So. Egal. Da hinten. Ah, da sind normale Biome, Bäume. Okay. Da ist ein Sumpfgebiet. Okay. Das Ding ist halt, dadurch, dass jetzt Nacht wird, ist natürlich jetzt Land gefährlich, ne? Um es mal so zu sagen. Ja. Das wird kritisch. Aber gut, es gibt ja auch mittlerweile auch im Wasser Zombies, die mich angreifen könnten, wenn ich stehen bleiben würde. Was ich natürlich nicht tue, weil ich bin nicht dumm. So. Egal. Erkunden wir hier mal auch ein bisschen weiter. Ob wir hier was Schönes sehen, wo ich sage, also wo ich das Gefühl habe, ich gehe einfach gerade wirklich nach Gefühl, wo ich sage, ey, hier kann ich mir tatsächlich ein Leben vorstellen. Aber gut, ich würde mal sagen, gehen wir hier mal an Land und gucken mal, ob wir hier was Schönes entdecken. Vielleicht mal Schafe, um ein Bett zu machen, weil ein Bett wäre eigentlich ganz praktisch. Damit wir auch schlafen können. Damit nicht die Monster uns hier anfallen. Ihr wisst, was ich meine. Egal, so, weiter geht's. Essen ist noch. Ah, da hinten sind doch Hühner. Ist das ein Schaf? Ich glaube, das ist ein Schaf. Ich glaube, das ist ein Schaf. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, ich höre eine Spinne. Ich höre eine Spinne. Ich höre eine Spinne. Ich höre eine Spinne. Ah, ne, war nur Hühner. Also, ihr könntet auch wenigstens mal Eier legen, ne? Dass wir hier ankommen, bin, ne? Könnt ihr euch wenigstens züchten irgendwo. Oh, nee. Oh. Da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett!
Haben wir noch keine Schafe hier? Zombie? Okay, ich glaube, das war eine dumme Idee, auf Land zu gehen. Aber egal. Schweine, Schweine, Schweine. Ich brauche Schafe! Mäh, nicht! Oinks. Oh, noch ein Skelett. Ja. Schieß mich ab. Üb mal zielen. Üb mal zielen, mein Friend. Da ist ein Zombie. Oh, da ist auch ein Skelett. Oh. Ich fühle mich hier bedroht. So. Okay. Irgendwie finde ich. Ein Creeper. Nee, lass mal. Ich bin mir hier gerade sehr unsicher, um es mal ehrlich zu sagen hier. Schwein. Schaf, nicht Schwein, immer noch. Zombie. Gut, Zombies, jetzt kann man weglaufen, solange ich noch Essen habe. Noch ein Zombie. Gut, die Fläche scheint frei zu sein. Esse ich nur noch kurz was. Ohne mein Essen wegzublenden. So. Okay. Ah, die Fläche hier. Also schön ist sie auch nicht. Oh, Spinne. Also, dass man hier echt keine Schafe findet, bin ich kritisch, Leute. Sei ich euch ehrlich, ne? Ich hätte hier schon echt mal gerne Schafe. Warte, ich muss 10.000 Spinnen töten, damit ich die Wolle mir zusammenkratzen kann. Ein Bienennest. Ein Bienennest ist super. Wenn man das in der Nähe hat, ist das wirklich super. Weil die helfen beim Anbauen. Da ist ein Schaf! Aber das ist eine Spinne! Weg da! Spinne! Ich meine, easy. Da ist ein Schaf, da ist ein Schaf, da ist ein Schaf. So. Hier sind Schafe! Sehr schön! Guck mal. Top. Gefällt mir. Ich will euch eigentlich nicht töten, aber ich brauche eure Wolle. So. Eine habe ich schon mal. Ja, eine. Okay. So. Komm, komm. Danke. So, zwei habe ich. So, okay. Dann schnell, 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 schnell. Ich brauche ein Bett. Ich brauche drei, ne? Aha. Okay, das dritte schaffen wir es auch noch leiden. Sorry, Mate. Ich dachte schon, ich hätte keine Wolle bekommen, ne? Wär kritisch geworden, sage ich euch ehrlich. Hätte mir nicht gefallen. Aber egal. So, Bett ist erstellt. So. Sind hier irgendwelche Monster in der Nähe? Ja, hier sind Monster in der Nähe. So. Sind hier Monster in der Nähe? Nein, sind sie nicht. Logik, ne? Ich meine, so fünf Blöcke, aber. Egal. So, weiter geht's. So, es ist Tag. Bin ausgeruht. Das Bett wollte sich gerade nicht aufheben lassen. Optimal. So. Also hier ist ein Schaf. Das ist doch schon mal eigentlich ganz cool. Das Bot hier ist auch ja, mehr oder weniger. Gut, da hinten verbrennt gerade etwas. Das ist ein Lama. Aber gut, Lama interessiert mich jetzt eher weniger. Egal, das Bot ist zwar cool wegen dem Bienenstock, sage ich euch ehrlich, aber nicht cool genug für mich. Egal, gehen wir mal weiter. Irgendwo werden wir schon unser Zuhause finden, wo wir sagen, das ist cool. Da kann man sich was vorstellen. Das fühle ich. Die Schweine fühle ich. Hallo Schweinchen. Was geht? So, ein bisschen Fleisch. Ich bin nämlich kein Vegetarier hier. Nicht in diesem Spiel. Ja, das Schwein hat keine Lust. So, jetzt. Ah, guck mal hier ein bisschen. Ich habe wieder ein Skelett gehört. Ich höre ein Skelett, ich sehe es aber nicht. Ich finde das kritisch. Wo bist du, Skelett? Wo bist du? Egal, weiter geht's. Nicht aufhalten von irgendwelchen Skeletten, die sich nicht zeigen, aber die Geräusche da sind. Das hasse ich ja, ne? Du hörst es, siehst es aber nicht. Ah, cool, hier ist noch so ein kleiner See. Ja, so ein Minisee. Okay, die Aussicht ist schon bombastisch hier, ne? Das ist. Hier ist so ein kleiner Zombie. Ah! Es kommt! Ah. Diese kleinen Zombies, ey. Wirklich. Nicht cool. Okay. Ich würde sagen, weil hier fühle ich das. Weißt du, hier ist so ein kleiner See. Ne? Ich meine, klar, man kann sich auch selbst einen See bauen, ist ja klar, ne? Aber keine Ahnung, die Aussicht hierhin, so an sich gefällt mir das. Ich meine, hier sind Schweine. Da können wir schon mal.
Zucht betreiben, auch wenn ich keine Karotten habe. Die müssen wir tatsächlich suchen. Aber ich würde sagen, zu Hause gefunden. Okay, gut. Da würde ich sagen, machen wir erstmal hier die Fläche ein bisschen freier. Das Haus wird ja dann hier stehen. Ne? Weil das Haus soll ja da, also beziehungsweise das Ganze soll ja später dann ja nach da zeigen. Ne? So schöne Aussicht hier. Ja, aber mal schauen. Auch wenn ich das Biom an sich jetzt nicht so krass finde, aber dafür habe ich ja eben auch die Setzlinge geholt. Ne? Deswegen alles geplant, würde ich sagen. Egal. So. Dann wollen wir hier erstmal ein bisschen Fläche machen. So. Dann. Ah, genau, hier Setzling. Würde ich sagen, erstmal Crafting Table machen wir als erstes hier mal eine Kiste. Kisten. Dann ist unser Hause zu Hause besiegelt. So, hier machen wir erstmal hier zwei Kisten. Ich weiß, es ist noch kein Haus, aber es macht seinen Dienst. So. Sehr gut. So. Vertrautesheim. Ah, nein, noch kein Vertrautesheim. Jetzt Vertrautesheim. So, Schweine. Schweine lassen sich, glaube ich, nur mit Karotten und Kartoffeln anziehen. Das habe ich beides nicht. Das ist blöd. Egal. Erstmal müssen wir hier auch Nahrung anbauen. Das bedeutet, das ist auch praktisch, dass hier das Wasser ist. Das bedeutet, können uns jetzt hier so eine. Wie nennt sich das? Ich weiß gerade echt nicht, wie das heißt, ne? Hier. Steinhacke, ja, okay, komm, hätte man auch drauf kommen können, ne? Egal, so, bauen wir es erstmal hier an. Damit wir uns hier erstmal hier ein bisschen essen. Uns spielen können. So. Dann, sehr schön. So, das erste ist schon mal gesetzt. Gut, Zuckerrohr kann ich eigentlich auch mal anbauen. Ne? Auch wenn ich noch kein Zuckerrohr brauche oder ich weiß nicht wofür. Aber egal, wir haben auf jeden Fall hier Schweine und Schafe. Schaf kann ich. Später, wenn ich mal Weizen habe, dass ich einfange. Schwein, ich glaube, dafür muss ich eine Weltreise machen, irgendwo Kartoffeln und Karotten finden. Aber es wird schon. Das Coole ist, da irgendwo ist ein Bienenstock. Sieht man ihn vielleicht irgendwo hier? Gerade nicht. Aber egal. Das bedeutet, wir können uns hier auch Bienen uns später hier hin tun, weil Bienen helfen beim Wachsen von Anbauten, um es mal so zu sagen. Aber egal, ich guck mal kurz, was hier hinter ist. Jetzt finden wir hier noch so einen besseren Spot. Das wär's. Aber ich glaube nicht. So. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben hier eine wirklich krass gute Aussicht hier oben. So. Also, was das Auge mich sehen lässt hier. Na gut, da hinten ist auch im Tal. Ah, da hinten ist das Meer. Okay. Das bedeutet, das Meer ist jetzt auch nicht weit weg. Was gut ist, dadurch, dass wir hier auf einer Anhöhe sind, kann man das Haus später von allen Richtungen besser sehen. Sprich, wenn ich mich verlaufe, muss ich nur auf Berge achten. Ah, bevor ich hier auch weggehe, tue ich die auch natürlich erstmal hier anbauen. Das ist ja klar. Wäre dämlich, wenn nicht, ne? So, aber hier muss ich aufpassen, weil die pieksen. Da darf ich nicht durchlaufen, weil dann sterbe ich. Nach einer gewissen Zeit natürlich erst. Aber egal, gut. Ich würde sagen, als erste Folge. Ziemlich guter Erfolg. Ich meine, ich habe jetzt einen Ort gefunden, wo ich sage, ja, hier fühle ich mich, hier kann ich bauen, hier kann ich Minecraft besiegen. Klar, träum weiter. Was? Nee. Auf jeden Fall, das war die erste Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst auch mal einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, schaut beim nächsten Let's Play, nächste Folge. Ach, überlege ich mir noch. Schaut beim nächsten Video wieder rein, wenn es ums Thema Minecraft geht. Bis dann, euer Wombat.